schicke ich ihm jetzt eine Videokassette über das Leben von Patrick Gemmen, was ich auch hier im offenen Kanal in Bremen schon gezeigt habe. Und Patrick ist eben ein Künstler und auch ein Mensch, der mir sehr viel bedeutet hat und der mit 40 Jahren sehr frühzeitig gestorben ist. Und so versuche ich ihm ein ein ehrendes Andenken oder ein gutes Gedenken, ehrendes Andenken zu bewahren, das war es, glaube ich. Also, und da mache ich jetzt zum ersten Todestag am 28. Oktober, mache ich im Moment so Vorbereitungen zur Erinnerung, wie man das so macht. Und in Bayern ist das ja auch so üblich, dass man nach einem Jahr, vielleicht ist das hier auch so üblich, weiß nicht, aber dass man nach einem Jahr dann tatsächlich die Freunde des Künstlers nochmal beglückt mit solchen Sachen. Wie Video, Schallplatten, Interviews, Kassetten, Bilder. Ich habe ein schönes Foto rausgesucht und schicke jedem ein anderes Foto zur Erinnerung an Patrick. Und bin dabei, jetzt Adressen zusammenzusammeln, wer das alles kriegt. Das geht. Ebba, Fa und Crew. Musikmarkt. Fürstenriederstraße 265 81 377 München. Meine Lieben, es ist sicherlich überfahr persönlich. Mal darauf schreiben, nicht? Der Mann ist nämlich heute von einem Auto überfahren. Und es geht ihm erstaunlich gut. Du bist ja nicht überfahren. Leg deinen Kopf dahin. So. Und jetzt möchte ich mit dir ein bisschen reden, schau mal. Dann siehst du halt, guck mal hier, wir gucken überall nach. Tut es irgendwo weh? Da, das Bein, das war die Seite, auf der du angefahren wurdest. Auch interessant. Ja, was? Merkst du irgendwas? Sag mal. Merkst du irgendetwas? Hä? Du nicht, dahin, los. So, ja. Und du brauchst gar nicht eifersüchtig zu sein. Ich versuche nur herauszufinden, was mit ihm ist. Süßerle. Ist alles klaro? Oder nicht so? Komm, also du kannst dich hier hin. Nimm dich hier um. Andersrum. So, da, dahin, so hin. Ja, jetzt leg dich dahin. So, na. Komm mal. So, hier, da. Da legst du dich hin. So, ist gut. So, und jetzt den Kopf zurück. Leg deinen Kopf zurück. So, leg deinen Kopf zurück. So, Aqua. Ich will das doch fürs Fernsehen machen. Also leg deinen Kopf zurück. Da doch nicht. Warum hechelst du denn jetzt? Hast du irgendwelche Schmerzen? Zeig mal. Ja? Doch? Fall du da nicht auch noch runter, brich dir dein Genick. Ja? Ist irgendwas? Ja? Süßerle, wir warten einfach mal ab jetzt, nicht? Hä? Meinst du das oder bist du zum Tierarzt? Musst du zum Tierarzt oder nicht so sehr? Süßerle, schau mal, voll. Du musst nur aufpassen, dass du da jetzt nicht runterfällst. Hä? So. Ha. Also, komm. Also, du kannst ja eigentlich ganz normal gehen. Angor, was hast du da für Fummelzeugs dran? Guck mal, nein, schau mal, komm mal hierher, los. Schau mal, ja? Dann gehst du da rauf, los. Hier, dann komm mal los. Nein, hier, schau mal. Schau mal, da. Ey, schau mal, geh mal rauf da. Hopp. Nicht langsam. Einer nach dem anderen. Ja. Ganz langsam. Nein. Schaman, vorsichtig. Also, Schaman ist heute. Oh, ist alles okay, nicht? Ja. Muskeln gut. Danny, du kannst dich freuen, dass dein Hund in so guter Verfassung ist. Nein, du brauchst gar nicht eifersüchtig zu sein. Ich mache ja nichts. Komm her, los.
Hier, hopp. So, du auch. Schau manche. Platz. Hey. Hey, Platz. 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 Okay. Hm? Gut. Also, es ist alles in bester Ordnung. Und wem können wir denn jetzt noch was von euch berichten? Hm? Sag mal. Da, hier die Kamera. Da drüben. Da. Nee, Anko. Siehst du die Kamera? Siehst du da die Kamera? Schau mal da. Ja. Nee, da. Und sag mal der Kamera, wuff. Nein, hier. Schön, Anko, da, die Kamera. Ja, da. Wuff. Mama. Bisschen lauter. So, das ist lieb. Siehst du mal. Und du, Schaman? Ja, komm her, nicht die Eifersucht. Tutti caro. Ey, bla, bla. Hä? So. Und wo sind die Katzen jetzt alle? Ha? Wo ist denn die Katze? Sag mal. Wo ist die Katze? Maggie, geh mal weg. Ihr könnt mich hier nicht aufrennen. Nee, geht überhaupt nicht. Geht überhaupt nicht. Ich suche nur eine von den Katzen. Ja? Wo sind die Katzen? Aua. Also, setz ich mich hier hin. Bitte schön. So, und du kannst hier. Komm. So. Und jetzt rufen wir Miki. So. Also, ihr Lieben, jetzt wisst ihr Bescheid. Jetzt haben wir auch unsere Walkshow heute. The Walkshow. This is Anchor on my right, and this is Shaman on my left. And this is my friend's dog who got hurt today, who got hurt by a car. He got ridden over by a car, by a Fiat, but he was stronger than the Fiat, nicht? Interessanterweise, wirklich, das ist toll. Es ist eine alte Frau, die den Wagen gefahren hat, Fiat, mit sehr niedrig liegenden, so schneeschaufelmäßigen Unterkühlern, hätte ich fast gesagt. Stoßstangen nennt es sich, nicht? The Bumpers. He got hit by the bumper of a Fiat, of his little small Fiat. But anyway, he's all right, huh? Are you okay? Say, are you okay? And you? Hey, nicht runterfallen, weißt du? Anko, komm, du musst hier hochkommen. So, ja, ein bisschen aufstehen, ein bisschen bewegen, so sitzen, okay. Jetzt sitzen wir hier und erzählen den Leuten in der Kamera, dass heute schönes Wetter ist und dass ein wunderbarer Tag war, der aber mit vielen kleinen Hürden verbunden war. Das ging los mit irgendeinem blöden Anruf, weil ein Musiker aus einer Band sich in seinen Rechten verletzt gesehen hat und auf 28.000 Mark Schadenersatz klagt dafür, dass er einmal im Schatten von Berühmtheiten stehen durfte. So ging der Tag los. Und ich finde es auch so schade. Das müsste ich jetzt eigentlich alles erst erklären. Komm mal hierher. Und ich muss da jetzt mich nicht immer verbiegen, deinetwegen. Du kannst hier rüberkommen. Hier, dein Kopf hier hin. Nein. Komm. So, gut. Dann bleib mal eben so. Das ist nämlich sonst zu müßig, wenn die immer die ganze Zeit hin und her laufen, die beiden. Also, wonach riecht das? Hier? Schau mal. Wonach hier? Also das sind meine beiden liebsten Hunde hier, Ankur und Schaman. Ey. Und guck mal. Und Schaman ist heute wieder neugeboren, kann man sagen. Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Heute ist so ein Tag, da darf er alles, ich erlaube ihm alles, um zu sehen, ob er auch noch so funktioniert, wie er funktionieren soll. Nicht? Ich bin richtig glücklich, dass dem Hund nichts passiert ist. Wie gesagt, der ist heute überfahren und das war das Schlimmste, was mir eigentlich heute an diesem Tag passieren konnte. Dass ich da verschiedene Rechnungen nicht gekriegt habe, mit denen ich eigentlich gerechnet hatte, ist eine andere Sache. Wo gehst du denn hin, Ankur? Darf ich mal fragen, du kommst hierher zurück. Hierher. Wir sind noch nicht fertig mit unserem Gespräch, okay? Setz dich mal so hin. Und hier, da, wo sind die Zuschauer? Ey, hallo, Ankur, bitte. Ey. Ja, hoch, los. So, noch ein bisschen, komm hierher. Ja, so, und jetzt leg dich hier hin. Komm. Mhm, so. Nicht, dass du da runterfällst, ich will das ja nur mal. Komm mal, Schätzchen, ich will das nur einmal. Fall da nicht runter, komm hierher jetzt. So, setz dich so hin, dass du bequem sitzen kannst. Hä? Wie sitzt du bequem?
unsere Freunde. Dann schicken denen das und erzählen denen, was wir alles unternommen haben. Ja, das kann man doch machen, oder nicht? Ohne weiteres. Ein Schamane ist sowieso sehr telegen, der schaut die ganze Zeit nur in die Fernsehkamera. Aber schau mal, du musst hier auch mal rüber gucken. Guck mal. So, nicht? Und was jetzt? Und was jetzt? Ja, habt ihr noch was zu sagen oder wollt ihr jetzt wieder schon wieder rausgehen? Was möchtest du gerne? Möchtest du aufstehen? Und? Such mal Micky jetzt. Wo ist Micky? Such mal eben. Da, schau mal. Ob Micky da ist. Mick! Wo ist Micky denn? Weißt du das? Micky! Tja, ich suche eigentlich eine meiner Katzen, damit man mal die Harmonie hier nochmal demonstrieren kann, aber die ist auch dadurch schon wieder gegeben, dass sie sich durch nichts irgendwie außer Ruhe bringen lassen. Wo holst du den Micky? Wo ist Micky jetzt? Micky, komm her. Schauen wir mal. Ja. Nicht so, hier ist er sowieso. Ihr habt selber Schuld. Ich wollte ja mit euch hier ein bisschen spazieren gehen. Aber jetzt machen wir das wieder so auf dieses Teil gerichtet. Ich denke, das ist eine gute, sehr gute Einstellung, nicht? Zu hoch. Nö, eigentlich ist das eine fast perfekte Einstellung. Na, so. Ich wollte es ja sogar noch ein bisschen höher machen. Ja, so, gut. Ja, Freunde, inzwischen ist doch schon wieder eine ganze Zeit vergangen, kann ich mal sagen. Ich habe mir beim Review oder Rewinden eben von dem Tape gesehen, wie so langsam die Gebäude hinter mir verschwunden sind, wie so langsam auch die Sonne... Oh. Das ist, ja, so muss eigentlich noch ganz gut sein. Ach so, das wollte ich sehen. Osterdeich, die Adresse. Siehst du? Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen. So ist es nun mal. Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen. Und bestimmte... Frau Feldmann. Meine ganze Reiche. Auch so Dave King, dem wollte ich das schicken. Wo habe ich denn die Adresse? Da ist es. Und warte nochmal. Weiße Neger. So, dies ist eine Scheibe, die geht dann an Dave King, den berühmten Bassisten, der bei Udo Lindenberg jahrelang auch produziert hat, ich glaube, besonders auch nach Pankow, so die Zeit vor 100 Jahren. Und Daves Freundin hat hier angerufen, um zu sehen, ob wir vielleicht Hausschild, also auf, on, Werner, erstaunlich, nicht? Obernstraße 62, Osterdeich 9, das ist ja erstaunlich. Was kann er das für eine 28? Achso.
So, the Hauschild family. Eins, zwei, drei. Jetzt kommt Mr. Dave King is the next one. Ja, Hilde. Hilde? Ja? Hier ist Gerd Augustin. Guten Tag. Hallo, Gerd. Will dir jetzt diese Platte schicken und finde aber eure Adresse nicht auf Daves Karte. Da sind nur Telefonnummern drauf. Sag mir doch mal freundlicherweise, wie ist die postalische Adresse? Und zwar Reichsplatz. Reich. Reich mit SCH. Ja. Platz 4. Platz 4. Ja. Wo in? 50. Ja. 679. Ja. Köln. 50679 Köln. Mhm. Gut, ich tue das morgen in die Post, nicht? Ach, ja, weil Patricks Todestag ist auch ein Jahr jetzt her, nächste Woche Dienstag. Oh. Und da schicke ich so allen Freunden nochmal ein Foto von ihm, ein schönes Foto. Schön. Ja. Und natürlich die Platte dazu, nicht? Okay. Danke dir. Ja, wo ist der Dave sonst? Dave ist da, der ist nur meistens, wir haben hier zwei Wohnungen gemietet. Und wir haben hier kein ISDN, dass wir uns verbinden können. Aha. Ich kann es am besten immer übers Handy erreichen. Übers Handy? Hast du die Nummer? Ja, die habe ich ja hier. Das ist die 172-937-1235. Ja. Ja, gut. Okay, alles klar. Falls ich ihn jetzt nicht anrufe. Gut. Ja, ich habe schwierige Zeit. Ja. Ja, ja, wie das Leben so läuft manchmal, es ist im Moment für mich sehr schwierig. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich melde mich wieder. Sag dem Dave einen schönen Gruß, nicht? Mach's gut, Gerd. Ja, tschüss dann. Danke. So, dann haben wir die Adresse ja auch gleich gekriegt. Reichsplatz 4, 50679. 50. Gut, das.
Ja. Mama, Maike, Manfred, Mays. Schau ab. 08 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
Es ist nichts passiert. Es erblutet nicht. Also innere Verletzung glaube ich nicht. Ich, alles. Ich habe ihn überall abgetastet. Überall. Richtig. Ich habe ihn überall abgetastet jetzt, so dass er... Das, du bist ihm fast gekommen, würde ich sagen. Das ist ein gutes Zeichen. Ich denke, so tot kann er noch nicht sein. Nicht? Nein, er ist ganz süß und ich... Aber du ein Schock. Das war richtig schrecklich. Das war ein ganz schrecklicher Moment. Und gerade, weil der Gedanke, dass mir der Hund meines Freundes Danny dann hier auch noch zu Schaden kommt, das wäre grauenhaft. Ja. Danny hat große Probleme in München und er wollte auch seinen Hund vom Tierheim retten, nehme ich an. Das ist so, dass Danny gar nicht weiß, ob er in den Knast kommt oder nicht in den Knast kommt, weil er so viele Sachen einfach liegen lassen hat, Bußgeldbescheide, Tagessätze. Er hat dann die Scheibe neben dem Pimpernel eingeschlagen, weil er da nicht rein durfte und Lokalverbot hatte. Das haben die als Einbruch gewertet, da er auf Bewährung ist. Ist das alles ein bisschen kompliziert für ihn? Ja, nicht? Zu meinem Schreck muss ich nur sagen, vielleicht sollte er mal spüren, weil ich glaube, er wedelt darauf so hin, aufs Gefängnis. Er will dahin, weil er den Winter, er kann den Stress nicht mehr ertragen, dieses Geld überall zu besorgen, um zu überleben und zu machen und wer weiß was. Und dann ist Schluss mit seiner Freundin, hat er seine Wohnung verloren. Es ist die übliche Katastrophe, nicht? Dann war er hier mit Andi am Wochenende und Danny sieht aus wie ein Schwerverbrecher, nachdem er ein Zähnchen teilweise verloren hat. Ja, sieht schlimm aus. Alles, ja, ja. Ich sage, denn nur vom Schwanz kann man auch in der Gesellschaft nicht bestehen. Das geht nicht. Du musst auch ein bisschen gut aussehen. Keiner wird mit ihm was zu tun haben, wenn er aussieht wie ein Schwerverbrecher. Weißt du, und wenn du mit 25 oder 23 oder 24, wo er alt ist, ich glaube, 25 wird er jetzt. Er hätte doch Chancen, irgendwas anzufangen. Mhm. Aber der hat alles nicht ernst genommen, nicht? Nein, das ist auch so und ich habe den Hund ja auch gerne. Ich mag den deswegen, weil dieser Hund ist, dass ich deine Telefonnummer und immer alles im Kopf habe, aber hier steht bei mir Klenzestraße 32 noch in meinem Teil. Das war die Galerie, ne? Bitte? Das war die Galerie. Ja, das muss ich jetzt eben ändern, während ich mit dir rede, sonst komme ich nämlich wieder nicht dazu. Ja. Also Stups. Das muss ich mit vollem Namen. Darf ich das eben während wir reden reinschreiben? Ja, Hertha von Fahrenkrog. Moment. Wie geht es dir denn? Auch nicht so, nicht? Ich habe so die Grippe gehabt. Jetzt geht es schon wieder. Ah. Ja, ja. Aber das richtig hat mich niedergehauen mit der Grippe. So mit 39 Fieber und keine Luft kriegen und. Naja, aber jetzt geht's schon wieder. Naja, und Olaf ist ja auch so, die sind ja so happy mit Paula, ne? Ja, ich glaube schon. Ich kann es gar nicht aushalten, so lieb wie Paula ist. Ja, das ist auch toll so, das ist ja, richtig gut. Auch, die sind ja auch so, ich liebe Paula ja auch wenn ich da hinkomme, ich drücke mir immer... Sie kennt dich dann ja gleich wieder, nicht? Kennt sie dich? Natürlich, sie liegt sehr kräftig bei mir hin und so. Also wenn ich sagen würde, Paula, komm, wir gehen jetzt beide... Ja. Also letztes Mal, jetzt weiß ich nicht, ob doch, doch im Grunde glaube ich schon, das weiß ich auch, ja, war ja immerhin 3 Jahre oder war 2 Jahre da bei dir. Und dann ist so ein Hund auch schon auf einen fixiert. Und ich sehe das auch immer, wenn Danny zurückkommt, dass sein Hund ihn sofort erkennt und er auch sofort, er riecht schon, wenn Danny im Auto um die Ecke kommt mit dem Andi. Ja. So wie gesagt. Aber ich finde, der Schaman ist ein ganz toller Hund. Ja, nicht schön, nicht mal so sehr. Er ist mehr ein Labrador. Ja, so mehr so ein schlankes Teil ist ja. Er. Aber ich finde, er hat einen tollen Charakter. Und wenn er wie der Herr so sein Geschirr, wenn das Dannys wirklich wahres Gesicht und sein soll, wie der Hund ist, dann ist Danny doch wirklich ein lieber Mensch. Dieser Hund ist so toll, der ist erstmal klüger als mein Hund. Mhm. Er ist wirklich cleverer als mein Hund. Naja, du musst irgendwie, ich will dir mal was sagen, deiner ist so verwöhnt, der hat immer alles so zugeschoben. Und er musste schon oft gucken, dass er klar kam und dass er irgendwie auch nicht den Danny verlor und was auch immer. Er musste viel mehr aufpassen. Er Und Stubbs, Ankur hätte diesen Stoß heute nicht lebend überstanden, kann ich dir sagen. Weil ich glaube, der Schaman ist einfach so abgehärtet. Ja. Also das ist bei meinem Hund leider nicht so. Und Anko hat Schwierigkeiten, seinen Hinterteil noch hochzukriegen, weil er so wenig läuft. Nein, das ist überhaupt nicht gut, Stubbs. Wie alt ist er jetzt? Er wird jetzt 7.
Nein, aber es ist richtig schwierig und ich laufe ja mit ihm. Ich gehe jetzt auch, weil ich Angst habe, dass er mir sonst wegsagt. Es tut euch beiden gut. Ja. Stopps, ich habe ein schwieriges Leben. Ich versuche nur, alles cool zu halten im Moment. Ich versuche nur, dass ich selber nicht durchdrehe, weil ich ein absolut schwieriges Leben im Moment führe. Ja, ich denke oft. Ja, ich habe dermaßen viel Probleme, weil ich hier auch nicht richtig Fuß gefasst habe bisher. Und andererseits bin ich aber dabei, mit einer neuen Band etwas zu unternehmen, wovon ich glaube, dass es auch eine Zukunft sein könnte. Aber ich habe so viel Shit von dieser ganzen Dühl-Geschichte im Nachhinein, von Anwälten und allem drum und dran, dass es mich wirklich immer wieder runterreißt. Das ist ganz ärgerlich. Ich bedauere das sehr, dass ich das gemacht habe. Ja, aber man weiß es eben vorher nicht. Ich hätte all diese. Ja, ich meine, Olaf und jeder hat so irgendwie was. Olaf, also, die Dühl muss das sein. Ja, richtig. Aber, du warst schon gewarnt. Ja, genau, was soll ich sagen? Wie geht's Margret Spieker jetzt? Erzähl mal noch schnell. Margret, ja, die hat ja auch die Grippe, aber bei ihr ist auch jetzt so am Abklingen. Und sonst geht's ihr ganz gut. Oh, gut. Ja, macht sie ihren Bauernhof und Ding und ja. Und Jutta und Reinhard, hört man was? Ich habe Annemie angerufen neulich, nicht? Ja, hat sie mir gesagt, das fand sie ganz lieb. Ja. Naja, wir telefonieren ja immer. Ich halte von mir aus ja auch immer den Kontakt, soweit es geht, zu allen, aber ich bin ein bisschen traurig darüber, dass ich oft und viel in diesem Jahr an Freunde geschickt habe, sei es Grüße, Karten, Videos, irgendetwas. Ja. Ich kriege ganz wenig Feedback. Ganz wenig, um das mal großzügig zu sagen. So gut wie gar kein Feedback von Leuten. Und ich weiß nicht, was mit dieser Gesellschaft los ist oder was mit den Leuten los ist. Stups, was ist heute so anders als vor 10 Jahren oder 20 Jahren? Was ist das deiner Ansicht nach die größte Veränderung in unserem Leben, Gesellschaft oder sonst was? Naja, dass immer mehr nur das Geld noch überhaupt was zählt, ne? Und das wird ja immer ausgeprägter, ne? Die Menschen werden viel roh. Ich finde, die Politik hat dermaßen versagt in diesem Land, dass sie das nicht auffangen konnten. Und sie haben alle möglichen Roboter gefördert und bezahlt für Investitionen und Steuerabschreibung. Aber die Menschen kannst du steuerlich schlecht abschreiben, weißt du? Das ist der Mensch ist vergessen worden. Es ist so traurig. Ich finde es toll, dass ich mein Leben so gelebt habe, wie ich es gelebt habe bisher und auch tolle Sachen erlebt habe. Ich merke immer mehr, dass ich gar kein Bedürfnis habe, noch groß irgendwas zu erleben unter diesen Umständen. Da haben wir uns auch alle, das ist Conny, Margret, Ding, die sagen alle, was soll das Ganze noch? Wir haben doch tolle Sachen erlebt, nicht? Ja. Und warum kann das nicht mehr so sein? Warum ist das... Ja, weil es... Man kann auch nicht immer sagen, nur weil die Zeiten sich ändern, wir älter werden... Geworden. Schrecklich ist es, ja. Ja, ja, liebste Stups, grüß alle, die du siehst, die wir kennen. Ganz lieb und denk ganz oft ganz lieb an dich. Ja, ich schicke dir jetzt erstmal diesen kleinen Brief von mir. Ja. Und dann erzähl allen... Ja, jetzt hoffe ich, dass es mit deiner Band klappt. Ja. Mit deinen Hunden und überhaupt. Ja, ne? Die Band ist toll, echt, die sind richtig gut. Ah, es ist doch toll, dass ich wieder was... Na, die sind richtig gut, die haben ganz tolle Sachen gemacht inzwischen, ja. Mhm. Heute hat mich ein alter Freund aus dem Krankenhaus in Bad Oeynhausen angerufen und der wartet dort auf eine Transplantation eines Herzens. Er ist in der jetzt 3 Wochen intensiv in der Station gewesen, weil sie ihm ein Metallherz eingebaut haben, was an einem Akku läuft, an einem Stromanschluss. Ach ja, da habe ich schon mal gesehen irgendwie, da war schon mal im Fernsehen. Oh Gott, das ist ja, der Gedanke ist ja so... Ja, das ist unglaublich. Der hat dann das Telefon daran gehalten. Ich denke, ich höre nicht richtig. Das geht. Ja, ja, ein 19-jähriger Junge. Der hat sich noch in Zahn gegeben. Der liegt mit so einem Apparat. Ja, welche Überlebenschancen haben diese Menschen? Mit einem neuen Herzen? Mit so einem Metallherz? Ja, mit einem Metallherz nicht so lange. Wenn du sagst, nicht so lange. Nein. Monate, Jahre? Der diesen Jungen das Metallherz da eingesetzt hatte,
der sagt, das geht nur auf eine bestimmte Dauer. Mhm. Wenn kein Spenderherz gefunden wird, dann stirbt er. Ja, sowas hat er mir ja auch. Der Mann hat ja einen Mut, wie der so dem Leben noch in die Zukunft schaut. Das ist unglaublich, weißt du. Ich habe vor 4 Wochen mit ihm das letzte Mal telefoniert und da klang er völlig erschöpft, ermattet. Ich habe auch gesagt, Spezi, du klingst, als würdest du jetzt irgendwie abnippeln. Nö, ich doch nicht, überhaupt nicht, kommt nicht in Frage und ich mache jetzt und ich kriege ein neues Herz. Ich sage, hast du denn dein Leben so weit geordnet, dass du auch ohne ein neues Herz vielleicht existieren müsstest? Nö, das wollte er jetzt noch nicht und so sagen. Ich sagte, Spezi, mach doch sowas. Testament und all sowas ist wichtig. Ja, ja, muss man machen. Ja. Ja. Naja, auf alle Fälle hat er dann das Telefon rangehalten an dieses Herz und das hat mich so schockiert, weißt du. Ganz schade. Mhm. Das ist, aber sowas mache ich alles nicht, Sturz. Unter keinen Umständen. Auch nicht. Als ich damals im Krankenhaus lag und ich gesagt habe, mein Herz muss raus, da habe ich nur gedacht, nichts mehr, mein Herz. Mhm. Sterbe ich mit meinem Herzen. Aber richtig. Will ich nicht da irgendwie. Und das hat sich ja inzwischen. Das hat bei mir auch sehr viel mit Ethik zu tun, dass ich nicht mit diesem Gefühl, mit dem Leben eines anderen mein Leben weiterzuleben. Nicht? Und wenn du so eine Stunde geschlagen hast, dann ist es. Richtig, richtig. Wir haben gelebt, wir haben wunderschöne Zeiten gehabt. Völlig richtig. Wir haben so viele schöne Sachen erlebt, dass man nicht daran hängen sollte, wie man jetzt krampfhaft noch alt wird, weißt du? Nee, weißt du, ich sag jeden Tag, aha, wie geht's dir? Ach so, und dann, ach, dann machst du heute dies, dann machst du das. Vorhin war ich mit Julia auf der Aue durch. Mhm, süß. Wir haben so Spaziergänge gemacht und so, aber so irgendwie war ja doch ein bisschen viel Menschen und diese Karotten. Mag sie nicht, nicht? Nee, das mochte sie nicht so ganz. Also sie ist ziemlich, also unerschrocken, ne? Süß, ja. Sie geht an Presse. Du hast mir versprochen, dass du mir ein Foto von ihr schicken wolltest. Warum lässt du nicht mir jemanden einfach mal ein Polaroid machen? Ja, das mache ich jetzt. Echt? Ich wäre enttäuscht, wenn du das nicht machst. Doch, jetzt mache ich. Dann mach dir mal einen Knoten ins Taschentuch. Ja, ja. Ich stirb's. Ja. Nur mal, dass ich eine Vorstellung habe. Ja. Ich will kommen vielleicht im Dezember nach Hamburg für ein paar Wochen. Also, ich wollte kommen so zum 10. rum und dann kurz nach Weihnachten wollte ich dann. Ach, wie schön. Familie besuchen. Dann sehen wir uns. Dann kommt ihr zu mir mal, nicht? Dann kommen wir mal zu dir, ne? Ja, ja, ja. Und mit einer kleinen Hündin ist es ja auch kein Problem bei den Hunden. Nee. Und die jagt auch keine Katzen. Nein, das mach mal. Würde ich mich freuen, wenn du das hinkriegst. Ja, dann komme ich mit Krille, ne? Ja, noch schöner. Mhm. Ja, würde ich mich sehr darüber freuen. Ja. Mach das mal. Ja, ich zeichne im Moment alles auf, was sich in meinem Leben noch abspielt, weil ich immer glaube, dass mein Leben auch vor der Beendigung steht, seltsamerweise. Ja? Ja, ich weiß nicht, wie das kommt. Ich weiß nicht, ob man sowas wie Ahnungen haben kann. Kann man schon. Ja, irgendwie, ich bin aber nicht darüber entsetzt oder traurig, sondern meine Gedanken gelten natürlich immer nur meinen Tieren irgendwie. Ja, Mensch, das so lange muss noch durchhalten. Ja, das weiß man eben nicht. Das weiß man eben vorher nicht. Und deshalb bin ich wirklich so in innerer Vorbereitung und dass es irgendwie doch bald vorbei ist. Ich merke das deswegen, Stups, weil ich so extreme Schmerzen mitunter in meinem hinteren Herzbereich habe. Extremes Ziehen. Ach, ich habe doch keinen Bock mehr dazu. Das hängt mir alles zum Hals raus. Diese ganzen Medikamente und Ärzte, die bringen mir auch nicht mehr. Gibst du gar nicht? Doch, meine Tabletten nehme ich schon. Herztabletten, ne? Ja. Aber weißt du, es ist auch grauenhaft, dieser Wettlauf mit Krankenkassen und ob man die Medikamente zahlen kann und dann die, ach, ich bin ja leider eben kein reicher Mensch, weißt du, ich wäre ja gerne wenigstens so reich, dass ich mir wegen meiner Miete und des Telefons keine Sorgen machen müsste. Und das hättest du wirklich nicht in deinem Leben, was du willst. Nein, man muss da jetzt auch gar nicht bedauern darüber äußern, weil es so ist, wie es ist, sage ich immer. Ja, weil es ist ja bei mir genauso, ich hätte es ja auch nicht nötig gehabt, vom Sozialamt zu leben oder so, ne? Ich meine, wie viel kriegst du vom Sozialamt? Ich kriege vom Sozialamt 1400 Mark. Und wonach richtet sich so ein Betrag? Ja, also da muss ich davon sich schon mal 820 Mark Miete zahlen. Ne? Ja, es ist doch unglaublich, nicht? Gut, dann zahlen Sie noch meine Krankenkasse. Aha. Ach, das ist ja gut, ja, ja. Sodass deine ärztlichen Kosten gedeckt sind. Meine ärztlichen Kosten sind gedeckt. Die Dialyse ist ja auch nicht billig, wenn du das überlegst. Eine Dialyse 480 Mark. Das machst du zweimal in der Woche. Ja. Das sind im Monat 5.000 Mark. Ja, aber das ist, ich bin ja der billigste Patient. Es gibt denn sonst keinen Patienten, der nur zweimal kommt. Ja. Und
Ach, weißt du, das ist, ich bin ja nicht der Einzige, der schwierige Zeiten hat und der auch ein bisschen verändertes Leben führt jetzt. Ach, man kann sich doch einschränken. Also zum Beispiel, ich vermisse eigentlich fast nichts. Ne? Gut, ich kriege auch von Margret 500 Mark im Monat. Finde ich nett, ja. Ja, das fängt mich auch gut auf. Mhm. Das finde ich sehr nett, wenn sie das macht, machen kann. Und ja, die kann es ja machen. Ja. Und ich habe ja früher auch oft, ich habe ja auch oft was geliehen und habe ja auch oft so weitergeholfen. Aber ich merke, dass die Margit wirklich ein rührender Mensch ist und wie sie sich um einige Freunde so kümmert, finde ich toll. Ja, ja. Und werde ich ihr auch immer hoch anrechnen, dass sie so ist. Ja, ja. Schlupsilein, ich denke jetzt an meine Telefonrechnung ein bisschen, nicht? Entschuldigung. Ja, wir sind ja in München, Bremen. Auf deine Packung. Ja. Und ich hoffe, dass auf die Packung. Dass wir uns im Dezember sehen, ja? Ja. Gut, okay. Und Kopf hoch. Du auch. Ja? Ja, tschüss. Bisschen neugierig bist du doch auch noch. Ja, natürlich. Eben, ne? Ja. Avec plaisir. Ja, ne? Okay. Okay, mein Schatz. Tschüss. Das müsstet ihr, achso, das wollte ich euch erzählen, dass ich die Angewohnheit habe, alles aufzuzeichnen, was sich so abspielt, ob es Telefon ist oder ob ich hier meine Korrespondenz oder ähnliche Sachen. Und vielleicht ist ja auch alles überflüssig, aber das ist so ein Tick, den ich jetzt habe, dass ich eigentlich alles so ein bisschen festhalten möchte, nicht? Lieber Isa, wie komme ich auf dich zurück? Wie kann ich dir helfen? Tierhalterversicherung, darum muss ich mich morgen kümmern. Meine Telefonrechnung muss ich mich darum kümmern. Oh Gott, oh Gott, das Leben ist aber auch wirklich too much, kann ich nur sagen. Ja. Sind 280 76 001. Habe ich jetzt auch geschrieben. Hallo Andi, Andi Lein, ich wollte nur sehen, wie es dir geht. Was machst du? Der Schaman hat heute mit allergrößtem Glück nochmal ein neues Leben bekommen, nachdem er nämlich überfahren wurde und ihm absolut nichts passiert ist. Zumindest sieht es so aus im Moment. Kann ich das ja auch laut sagen, aber es war schon der Schrecken des Tages. Aber nichtsdestotrotz, ich wollte nur mal sehen, wie es dir geht, was du machst. Danny hat mich vorhin schon angerufen. Lass wieder von dir hören. Tschüss. Nicht so kleiner. Jetzt weitere Adressen. Reichsplatz, Köln. Ach, das war Dave King. Flowhocker Frank Rost. Mhm. Komm, hier, bitteschön. Oh.
So. Aber was möchtest du jetzt von mir? Kannst du mir sagen, soll ich was vorlesen oder was? Hä? Kleine Geschichte hören, Schaman? Ja, pass auf. Many thanks for the VHS. We did manage to get all we wanted into our... Ja, was denn? Well, you want me to speak German? Huh? How about you? Come on up. Come on here. Yes, sir. Come on. Yeah. I'm going to read something to you, okay? This is the 24th... Ja, why don't you listen? Listen to me. Hi, hi, hi. This is the 24th of October, 1997, that's the one, right. I'm sitting here with my dogs, this is Shaman, and this is Akbar, and he can speak, and he can listen. Say something, hey, 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 to these people, say hi, say hi, two times, all right, thank you, my dogs can understand almost anything I'm telling you, okay? Are you okay? You. Who would you like to talk to? Hmm? You want to talk to somebody? Eh? To who? Oh, not to me. Not to me. Give me a kiss. Give me a kiss. Hey, give me a kiss. Kleines Küsschen, come on. Uncle, come back. Hey, no, 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 no. You must come back here, okay? Ha 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 ha. Please don't talk about me when I'm gone. Huh? I'm going to play you a song now, okay? Guess who I saw today? Guess who I saw today? Guess who I saw today? It was you. Mm-hmm. Hi. You guys want to say hi and be friends again? Come on, turn around. Come on, turn around. Up. Come on, come up. Yeah. Come on up. And you stay where you are. Huh? And now you can come here. All right, come on. Come on. Shaman, hey. Shaman, hier, nicht da. Nicht so. Nein. Nix, komm hier, komm hier. Hopp, hey, Shaman. Komm her jetzt, los, Shaman. Komm her, komm. Naja, wenn er sich jetzt hinsetzt, da kann ich auch nicht viel dran ändern. Ich wollte ja eigentlich viel mehr mit den Tieren heute aufnehmen, aber wir haben nicht so viel Zeit gehabt, weil es auch ein bisschen stressig war, der Tag insgesamt. Aber ich wollte euch ja auch noch die Geschichte von den Katzen erzählen. Das können wir dann vielleicht nächstes Mal machen, nicht? Es sei denn, es taucht einer auf, was meistens nur der Fall ist, wenn sie was zu fressen kriegen sollen, müssen, können. 19:30 ist es Zeit für die ProSieben-Nachrichten. Und dann versuchen wir uns das mal anzusehen, was wir hier überhaupt jetzt auf dem Tape haben. Inzwischen so mit Hunden und Gesprächen, allem drum und dran. Aber da turn ich erstmal zurück auf das Teil da hinten, nicht? Hä? Darf ich das mal eben so machen jetzt? Okay. Ja, das ist aber nicht das, was hier geplant war, nicht? Sondern mehr so, ich würde sagen, so diese, so hatten wir es vorher, nicht? Ja. Aber ist auch nicht so hoch da drüber, wenn man, nicht, dass ich nachher die ganze Zeit irgendwie nur, vielleicht doch besser so, oder? So, ich denke, das ist...
Kannst du denn nicht sehen, dass ich da dieser Kamera was erzähle? Hoch, komm, komm, komm hier hoch. So, ja. Du kannst ja gerne miterzählen und mitreden, wenn du willst. Und du auch, Schaman. Moment. Was möchtest du denn jetzt von mir? Was nervt dich denn jetzt so? Ja, jetzt musst du das Licht ausmachen. Jetzt kannst du das Licht wieder anmachen, bitte. Licht anmachen, da, Auftritte. Oh, bitte, Anker, was ist denn das? Guck doch mal, was machst du denn? Ja, da bist du raufgetreten. Nicht darauf treten jetzt, okay? Komm schon, Mannchen. Komm mal, nee, hier, da kannst du hier kommen. Komm, erzähl mir mal eine Geschichte. Hier, ja, so. Geht's dir denn okay, Süßerchen? Hä? Alles klaro? Guck mal, jetzt kommt Dicky Mickey auch, ne? Freaky Dicky Mickey. Mickey, was? Mickey, komm mal. Guck mal, Mickey kommt gerade, ja. Ja. Ich gehe jetzt mit euch raus. Aber so. Ich gehe gerne. Komm mal, Luis. Luis. Du heißt doch nicht Luis. Oh Gott, das tut mir weh. Spielst du denn? Was möchtest du? Also, es tut mir weh. Komm, schau doch mal. Es tut mir richtig weh. Komm mal, let's go. Komm mal, let's go. Ja, ich gehe gerne mit euch. Vorsichtig. Also. Ich muss das nur hier. Herr Mittelchen, du kannst auf keinen Fall jetzt sitzen auf dem Platz. Ich geh mal da runter, bitte. Ja, bitte. Ah, ja, hier so. Ah, das ist aber nett. Ja. Weißt du warum? Weil ich deine Karte aus St. Petersburg gekriegt habe. Ja, das hat aber lange gedauert. Allerdings. Hättest du schon dreimal hin und her reisen können. Das stimmt allerdings, ja. Pass auf, Gerd, ich hatte dich ja angesprochen wegen Samstag, dass wir da vielleicht noch ein paar CD-Geschichten machen, so Entwürfe meine ich. Mhm. Und wir haben jetzt noch ein paar Fotos gemacht und so. Und ach, das ist gut, ja, ja. Und das Problem ist jetzt halt, dass Samstag eigentlich nur Hilmar und ich können und mir der Termin eigentlich auch nicht so unbedingt passt jetzt. Muss ja nicht sein. Sonntag. Irgendwie Sonntag so ab, ich weiß nicht, halb vier. Denn dann können auch ein paar mehr Leute. Sondern Nachmittag, ja. Dass ihr dann zu mir kommt. Ja, genau. Ja, das können wir gerne machen. Und ja, ja, natürlich. Ja, ja, der Vorschlag kam ja von euch, das Samstag dann zu machen. Ja, ich weiß, nur das hat sich jetzt, ich wusste jetzt auch nicht, wer Samstag Zeit hat und wer nicht. Und wenn wir das Sonntag machen können, wäre das vielleicht um einiges cooler. Ja, gerne, ja, ja. Ja, ja, aber gut, dass du anrufst, weil ich dir nämlich sagen wollte, dass es nett fand, dass du mir die Karte geschickt hast. Ja, nee, kein Problem. Nicht? Und was macht ihr sonst so? Ja, wir sind jetzt hier gerade und beraten so ein paar Sachen, zwecks CD zum Beispiel. Haben wir eigentlich auf der Single, auf dem Inlet, haben wir da eine Vorderseite und eine Rückseite? Oder ist das praktisch nur so ein... Im Prinzip, nein. Es ist so, wenn ich das fertige Artwork habe, das heißt, dass ihr eine Vorder- und eine Rückseite machen solltet. Also nur eine Vorder- ich weiß noch nicht genau, wie das bei diesen Maxis ist. Das ist ja eben die Frage, ob wir das jetzt so als Maxi machen wollen. Und eben nur diesen Weihnachtstitel. Und der soll, glaube ich, heißen Block 20, nicht? Oder? Also Weihnacht und dann in Klammern in Block 20c. Ja. Da, ja, ja, gut. Das müsst ihr dann berücksichtigen, den Titel. Das ist klar. Das nicht? Ist klar. Und wir wollen da ja die Freizeitnummer noch nicht rauf tun. Nein, wollen wir nicht. Also, als reines Weihnachtsding jetzt. Reines Weihnachtsding. Mhm. Ja, wir haben auch schon uns hier die Reihenfolge ausgedacht. Halt einmal als erstes das normale Stück halt, das eigentliche. Dann als zweites diesen Tragic Mix. Ja. Und dann als drittes diese Techno-Vision. Aber da haben wir uns noch nicht so richtig... Also wie meint ihr denn im Moment? Es gibt doch zwei Versionen. Also ich denke schon, dass man diesen den normalen Mix zuerst, worüber wir gesprochen haben. Ja, dann den Tragic Mix. Genau, ja. Und zum Schluss dieses Techno-Teil. Genau. Ja, 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 das ist. Uh-huh. Ja, okay. Also würden wir uns dann am Sonntagnachmittag bei mir treffen? Ja. Halb vier, ist das okay? Ja, ist schon in Ordnung. Hm? Ja, das ist geil. Ja, ja. Ja, ich habe nur heute eben so einen schwierigen Tag. Ich bin auch nicht so ganz dabei, weil der Hund, der bei mir zu Gast ist, überfahren worden ist. Aber es muss ich jetzt abwarten bis morgen früh, ob da sich irgendwelche inneren Sachen ergeben haben. Also ich glaube, dass er großes Glück im Unglück gehabt hat. Der ist nicht tot, oder? Nein, nein, nein. Um Gottes Willen. Oh Gott, das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Nein, weißt du, das ist so, wie wenn du ein Kind im Urlaub aufnimmst und die Eltern sind im Urlaub, kommen zurück und dann ist das Kind gestorben, weißt du? Ja, klar.
Nein, aber er springt hier nämlich über den Zaun, ist über die Straße gegangen und in dem Moment kam ein Auto und hat ihn überfahren. Nee, aber nun warte ich mal ab. Also er ist, glaube ich, noch so ein bisschen, wie das so ist, nach so einem Ding. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Nein, aber sonst alles okay. Also grüß die anderen von mir und dann lassen wir es. Ja, danke. Also macht ihr ein fertiges Foto, macht ihr ein Dias oder was wollt ihr machen? Also wir haben Fotos gemacht, die nehmen wir mit. Da gucken wir uns die an. Aha. Und dann, also wir haben halt so einen Entwurf. Fotos von der Gruppe. Fotos von der Gruppe und dann haben wir halt noch so einen Tisch ein bisschen präpariert. Ja. Da steht so ein Schoko-Weihnachtsmann, den haben wir dann einmal abgebildet. Ja, wäre es möglich, dass ihr davon, da wäre ja die Möglichkeit, das in so einem Schnelllabor zu machen, zumindest auf Papier je zwei Abzüge macht von den Motiven, die Kosten gebe ich euch, das Geld gebe ich euch wieder. Auf Papier, das verstehe ich jetzt nicht. Nein, ich meine als Foto abziehen und nicht nur als Dias sichtbar. Nein, wir lassen das Ganze als Fotos entwickeln. Aha, gut. Das ist überhaupt ja. Aber zu den Fotos brauchte ich dann auch das Dias für die Leute, für die Grafik-Company da. Ach, als Dias brauchst du das auch nochmal? Wenn ihr das habt. Also als Negativ oder Film oder egal wie das ist. Das Negativ ist ja bei, aber ich glaube nicht, dass wir das jetzt noch hinkriegen, dass sie das... Nein, aber das Negativ würde ja genügen. Ich meine nur, dass sie das nachher nicht unbedingt vom Bild scannen müssen. Ja. Ach so, das ist besser vom Dia zu scannen. Ja, das ist ja, da verlierst du ja, hast du ja gar keinen Verlust, wenn du das so machst. Gut, das überlegen wir uns dann. Also wenn es geht, wäre es nett, wenn ihr von den Fotos, die ihr mitbringt, auch die entweder die negative oder was immer dafür da ist, mitbringt. Nee, kein Problem. Okay. Achso, wie ist das eigentlich, kann ich auf dein Mac eigentlich auf eine PC-Diskette einlegen? Und dann kann dein Mac die lesen? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht, ne? Ich habe da keine Ahnung von. Ich hab auch keine Ahnung. Nein, war habt ihr euch übrigens dieses, wir wollen ja das am 6. im Waldcafé das machen, nicht? Ja, habt ihr euch das mal angesehen? Oder wollt, achso. Also, ich weiß ja, ob wir diese Woche dazu kommen, wäre natürlich nicht schlecht. Nein, aber ich glaube schon, dass das ideal ist. Und auch die Leute, die das da machen, werden uns eine maximale Unterstützung geben. Hm. Nicht? Ja, das denke ich auch mal. Also wir fahren auf jeden Fall nächste Woche mal hin. Und dann gut. Gucken wir uns den Laden einfach mit dem Typen so, wie er sich das vorstellt. Und morgen kommt ja auch voraussichtlich dieser Typ von der Bremer Illustrierte vorbei. Ja, deshalb müsste ich auch wissen, wie bis wann ich ihm verbindlich irgendwelches Fotomaterial eventuell geben könnte. Sonntagabend spätestens der Krempel fertig. Ne? Ja. Da kann er also das so abgemacht. Ja, ich mache auch mal verschiedene Abzüge von dem Video, was wir Sonntag gemacht haben, so Fotoabzüge, dass der einen Eindruck hat. Ja, klasse. Nee? Okay. Also noch was? Achso. Nee, mit dem Master, hast du da schon irgendwie einen Termin? Nein. Habe ich noch nicht, versuche ich gerade, die wollen mich zurückrufen, aber ich habe dermaßen viel um die Ohren, auch dass ich da heute Nachmittag nicht nochmal zurückgerufen habe. Ich hätte es eigentlich machen sollen, aber wegen dem Hund bin ich zu dann nichts gekommen. Ja. Nicht? Ja, okay. Alles klar. Ja, das waren jetzt nur so ein paar Fragen, die... Ja. Ja, vielleicht können wir es so machen, sobald ich einen Termin habe für das Master, dass ihr alle mit da rauskommt. Das ist, ich meine, muss nicht unbedingt, da kann man ja auch nicht mehr so viel falsch machen jetzt. Nee. Nicht? Nur weil das Studio auch ganz interessant ist, die Studio Nord da. Das wäre eine Gelegenheit, das mal zu sehen. Einfach. Ja, klar. Okay. Dann kann man auch einen. Gut, dann kommen wir Sonntag so gegen 3:30 bei dir rum. Alles klar, Nuf. Dann steht, ne? Ja. Gut, also okay. Einen schönen Abend noch. Gleichfalls. Hm? Also, ciao. Tschüss. Was war das denn jetzt?
aber überlegen nicht. Gibt's ja gar nicht. Oh nein, ne? Vom Verschlucken kann es kommen. Alle aktuellen Adressen habe ich hier drin. Hast du das mitgekriegt?